So, hier ist ja diese Kücheninsel. Wir bauen jetzt mal unten, da bauen wir jetzt auch eine indirekte Beleuchtung unten drunter. So, schrauben wir die Leiste hier drunter. Ich habe ja diesen kleinen Knüppelschraubenzieher von Viha. Der heißt 3801. Der hat auch jeden noch Bits drin. Aber hier brauche ich einen anderen, weil hier brauche ich einen 10er Torx. Weil ich die 3x16er Schrauben noch wieder habe. Und weil hier unten komme ich ja mit dem Schrauber nicht drunter. Mal gucken, was hier vorne gehen kann. So. So, wo war das Loch? Da. So, das lässt sich auch. Wo war das Loch jetzt? Da. Auch hier reindrücken. Ja. Super. Na, wo ist das Loch? Da. Ja, muss ich doch noch mal gerade losmachen, weil ich habe ja vergessen auszuklinken fürs Kabel. Das habe ich jetzt gerade noch gemacht. Das muss ja noch da oben über der anderen Leiste drüber nach innen. Da habe ich ja ein Kabel liegen. So. Da muss das Loch. Junge, Junge, Junge. Da. Klar, ein Winkelakkuschrauber hier auch möglich, aber der habe ich noch keinen. Kommt noch.
Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. So, ist da unten auch schon mal schön beleuchtet. Die andere Seite müssen wir auch noch machen.